Mit dem starken Feld war es von Anfang an sehr schnell und es hat sich schnell mal auch eine kleine Gruppe abgesetzt. Es ist ganz anders zum Laufen, ein bisschen gemütlicher, auch, wenn man so eine kleine Gruppe ist. Und, ja, es hat wirklich Spass gemacht und es ist schön, dass ich, oder sehr froh, dass ich zum vierten Mal von zu oberst stehen kann. Ja, es ist hella cool. Es war ein riesiges Erlebnis. So während dem Rennen habe ich im Moment noch nicht daran geglaubt, weil es war ein kleines Chaos und ich bin nicht so... Ich habe nicht so gerne, wenn es so chaotisch ist. Da bin ich eher die sich zurückzieht. Aber er hat sich dank der Herren recht auseinandergezogen und er ist gegangen. Ein Schreckensmoment in La Ponte, wo du gestürzt bist. Was denkt man in so einem Moment? Ja, da kommt man sich ein bisschen blöd vor. Aber ja, es ist, wenn man sich ein bisschen unkonzentriert ist und bei diesen eisigen Unterlagen ist man ein bisschen den Ski ausgerutscht. Und ja, dann Schock ist auf die Beine gestellt. Aber zum Glück bin ich schnell wieder hergekommen. Und ja, am Schluss ist es zum Glück gut rausgekommen.